Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Emergency 4 Mods mit der Wigberg Mod Version 8. Das Video habe ich ein bisschen zusammengekürzt, weil das war ein Einsatz von fast anderthalb Stunden. Und ich synchronisiere es auch nach, weil es ist halt so. Ich würde sagen, wir fangen auch einfach direkt an und viel Spaß. Servus, ich bin Konstantin Krebs und ich bin hier in Dahlheim-Röttgen, Klosterweg. Hier scheint irgendwas in unserer Scheune zu brennen, aber das Tor ist zu, wir kommen nicht dran. Es qualmt jedenfalls ordentlich, aber beeilen Sie sich bitte, ja? Machen wir Feuer 2, wir lassen das alles auch so und legen direkt los. Hier habe ich jetzt einfach mal mich drauf beschränkt, einmal nochmal den Melder anzuzeigen. Und ja, geht los. Denn fährt jetzt als erstes die Drehleiter raus. So, weil beim Halef muss ich nochmal alle aussteigen lassen, weil ich es verkackt habe, den Maschinisten auszuwählen. Deswegen fährt jetzt erst die Drehleiter los, dann suche ich mir einen Maschinisten fürs Halef. Und dann fährt das Halef auch schon los. Ja, wir wollen ja keine Zeit verlieren, ne? So, den habe ich jetzt, Rüstwagen ist rausgefahren. Kommt nochmal eine Lagemeldung. Ja, wir hören, Robin. Auf dem Weg. Leitstelle Einsberg mit einer Information. Wir haben jetzt mehrere Anrufer, Lage unklar. Schaut euch das Ganze mal an. Ja, somit wissen wir immer noch nicht, was da vor Ort los ist. Irgendwas brennt in der Scheune. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg. Auf dem Weg sind wir leider noch nicht. Ja, daher, dass wir keinen neuen Zugführer dabei hatten, haben wir jetzt einfach mal den ELW drin gelassen, weil ich auch gedacht habe, dass vom Löschzug 3 noch der ELW mitkommt, aber wie wir hier in der Übersicht sehen, sehen wir nichts. Und wir haben einen schönen Scheunenbrand. Leitstelle Chris Heinsberg, Wegwerk 31.11.20. Genau, jetzt kommen die ganzen Fahrzeuge mit der Stärkemeldung. Ich überlege mir, wie ich die Fahrzeuge am besten hinstellen kann. Ja. Aufstellung hätte man auf jeden Fall besser machen können. Vielleicht hätte ich mir da zu dem Zeitpunkt beim ersten eintreffenden Fahrzeug auch schon mal noch eine weitere Drehleiter nachholen sollen. Habe ich in dem Fall nicht getan. Jetzt versuche ich die Drehleiter hier irgendwie hinzustellen. Polizei stellen wir einfach mal ans untere Ende, können sie da den Verkehr umleiten. Und ja. Sehr schön. Ja, die AGTs, das ist noch so eine Sache, die werden uns noch ein bisschen zum Verhängnis werden. Denke ich. Ist ja nicht so, als wenn ich schon wüsste, was passiert. So, den Schlauchwagen stellen wir hier hin. Ja, Stärke 103, 2 AGT. Ah, 2 AGT. Bisschen wenig. Komm mal, das. Ich habe immer ein Talent, den RTW in ein anderes Auto reinzusetzen. Das geht immer so fix. So. Wir sehen da ja diese zwei wunderschönen Tore, ne? Muss man ja mal. Die kann man aufmachen. Mein Problem zu dem Zeitpunkt war bloß, ich hatte keinen Plan wie. Also, da wusste ich wirklich nicht. Ich hab versucht. Helligen ging nicht. Kettensäge ging nicht. Ja gut, was machst du jetzt? So, lässt du zu. Vielleicht gehen die auch einfach nicht auf. Ja. Schon 52 Brandherde. Ja, legen wir erstmal einen Schnellangriffsverteiler auf den Innenhof, damit wir so schnell wie möglich mit der Brandbekämpfung anfangen können. Lassen die Wasserversorgung aufbauen, die beiden Geräteträger kriegen schon mal ein Strahlrohr in die Hand, dass sie da gleich anfangen können. Ja, das ist jetzt also quasi erstmal die initiale Phase. Wir geben erstmal eine Rückmeldung. Wo ist sie denn? Da ist die Scheune. Ende. Hier Florian Wegberg, 31.11.20.1. Rückmeldung, Einsatzstelle. Feuer 2, Klosterweg. Okay. Brennt Scheune, das Feuer droht sich auf weitere Teile der Scheune auszubreiten. Löschangriff in Vorbereitung, wir arbeiten an der Wasserversorgung. Ende. Weitere Rückmeldung von der Einsatzstelle folgt. Schon unterwegs. Jetzt bauen wir das Fahrzeug hier noch auf, dass wir auch von der Seite einen Löschangriff haben. Schnellangriffsverteiler auf den Gehweg. Da habe ich kurz gedacht, bei dem Geräusch, dass irgendwas kaputt gegangen ist. Weiß nicht, Scheune eingestürzt oder so. Aber das war nicht der Fall. Irgendwann später merke ich denn, dass das einfach nur, dass es einfach nur die Jalousie war, die hochgemacht wurde. Hat mich ein bisschen verwirrt, aber ist aber nur halb so wild.
So, noch ist das ja alles sehr übersichtlich. Also ist eigentlich auch alles sehr gut machbar. Okay. Und ja, ich würde sagen, wir springen einfach mal nochmal ein Stückchen weiter nach vorne. So, in der Zwischenzeit haben wir es jetzt geschafft, hier mal die meisten Fahrzeuge zu positionieren. Drehleiter ist aufgebaut. Das geht ja bei der Anzahl an Brandherden auch easy. Da brauchst du ja nichts alleine machen. Das ist ein Standardaufbau. TLF haben wir in Stellung gebracht. Hier haben wir jetzt kurz das Problem gehabt, dass die Wiese, auf der die Drehleiter steht, ein bisschen anfängt zu brennen. Haben wir aber glücklicherweise wieder unter Kontrolle gekriegt. Also halb so wild. Theoretisch hätte ich jetzt hier nochmal den Traktor da ein bisschen schützen können, weil noch brennt er nicht. Aber da habe ich nicht dran gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ist ja prinzipiell auch nicht so schlimm. Na, auf jeden Fall haben wir jetzt zwei Wenderohre, also zwei Dachwerfer, ein Wenderohr von der Drehleiter im Einsatz. Und ja, wir fordern uns jetzt nochmal ein bisschen was nach. Genau, wir geben einmal eine Rückmeldung. Den hätte ich nämlich gerne einmal hier alles raus. Feuer 2 lassen wir erstmal. So, dann hätte ich nämlich den ELW gerne, weil der vom Löschzug 3 ist ja leider nicht dabei gewesen. Holen wir uns noch die Drehleiter dazu. Und jetzt achtet mal auf den Geräteträger oben auf der Leiter, der gerade markiert ist. Wie man sieht, hat er keinen Atemschutz angelegt. Ja, mal gucken, was das noch wird. Und jetzt, scheiße, Flasche ist leer. Ja, was soll denn das? Und er hat bloß noch ganz wenig Leben. Maschinist, automatisches Ablegen bitte. Ja, aber jetzt hurtig, hurtig. Komm schon, komm schon. Ja. In dem Fall hätte man einfach ein bisschen rüberschwenken können, dann wäre er quasi aus dem Gefahrenbereich raus gewesen. Aber was jetzt passiert, das werdet ihr gleich sehen. Ja. Alles nicht so einfach. Achso. In der Zwischenzeit habe ich übrigens festgestellt, dass das Klopfen, was man auch die ganze Zeit im Hintergrund hört, habe ich festgestellt, dass man mit einer Axt diese Tore aufbrechen kann. Wäre das gleich passiert, wäre das auch gar nicht so ausgeartet hier, das Feuerchen. Und ja, in der Zwischenzeit kümmere ich mich hier schon wieder nicht um meine Drehleiter. Und jetzt, guck mal da. Scheiße. Und jetzt hört man schön auf das Geräusch. Der Todmannwarner geht an. Richtig gut. Versuche ich ihn da von der Drehleiter runterzukriegen. War so ein kleines Problem, weil ich mir so gedacht habe, scheiße, so kriege ich nicht raus. Was mache ich jetzt? Ja, toll. Somit haben wir jetzt einen Atemschutznotfall. Ja. Habe ich mir auch anders vorgestellt. Was willst du machen? Somit habe ich jetzt in meiner Emergency 4, also zumindest mit der Wegback-Mod, meinen ersten Atemschutznotfall. Was ich da übrigens verdammt cool finde, ist, dass sie den Todmannwarner mit reingebracht haben, wenn einem PA-Geräteträger was zustößt. Das finde ich mega cool, das finde ich richtig gut. Und ja, jetzt hassel ich ein bisschen da dran rum, die Drehleiter abzulegen. Ich wollte eigentlich da, so wie sie jetzt ausgerichtet ist, nach unten, aber das hat er nicht gewollt. So, und musste ich jetzt einmal hoch über das TLF hinweg, lass mich hier noch einmal nass machen vom Werfer und gehe dann einmal rüber quasi. Ja, schön ist nicht, sag ich mal so. Ja, wo ist die ANTS, wenn man sie mal braucht? Ja. Naja, somit habe ich jetzt auch noch nicht ganz geschaltet, direkt nachzualarmieren. Weil jetzt wird der RTW, der zur Bereitstellung für solche Fälle ja da ist. Jetzt macht es auch Sinn, dass sogar das Spiel ein RTW in Bereitstellung hat. Weil ich zu inkompetent war, darauf zu achten, dass meine PA... dass meine AGTs quasi genug Spielraum haben. Aber nö, wollte ich nicht, habe ich nicht, kann ich nicht, scheinbar. Naja. Also wild, aber so konnte ich euch das auch mal zeigen. Das ist somit das Coolste an dem ganzen Einsatz. Und ja. Jetzt versuche ich gerade den Feuerwehrmann an sich rauszukriegen da. Wollte er aber nicht. Somit ging das immer noch nicht, war immer noch zu hoch, die Drehleiter. Musste noch weiter abgesenkt werden. In der Zwischenzeit lasse ich schon mal die Besatzung vom RTW aussteigen und sich ausrüsten, damit sie sich gleich um den kümmern können. Und ja, jetzt lasse ich hier die zweite Drehleiter, die ich in der Zwischenzeit reingeschmuggelt habe,
mal, also die ich vorhin alarmiert hatte und jetzt reingeschmuggelt habe da. Lasse ich sie mal ausrüsten, dass sie auch gleich aufs Dach gehen kann. Und jetzt fahren wir die Drehleiter hier noch ein Stück weiter nach links und dann kann man sie auch absenken. Und dann kriegen wir ihn da auch aus dem Korb raus. Ich hatte erst Angst, dass er sich jetzt komplett im Korb festgebackt hat. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber hat er nicht. Weil jetzt konnte ich ganz normal aussteigen und ihn da rausziehen. Und ja. Und was lernen wir aus der Geschichte? Immer brav auf die Leute achten. So. Jetzt gebe ich auch mal eine Rückmeldung. Aber das Schöne bei der Rückmeldung ist auch, dass von dem Atemschutznotfall ist nicht nirgends die Rede. Und ist jetzt auch schon wieder ganz vergessen. Jetzt haben wir das Feuer so weit bekämpft, dass jetzt quasi nur noch Nachlöscharbeiten zustande sind, dran sind. Und genau, wir prügeln jetzt quasi die Dachhaut noch ein bisschen auf über die Drehleitern. Ja, jetzt versuche ich den Werfer nochmal den Traktor zu kühlen, aber letztendlich baue ich doch einen Schaumangriff auf, dass ich da nochmal vernünftig rankomme. Und ja, jetzt baut er hier noch den Werfer an. Habe ich kurz gedacht, das geht nicht. Aber der Korb wollte einfach nur nicht so, wie ich will. Ja, auch ganz froh, dass ich es nochmal versucht habe und nicht gleich genau die hinterste Ecke, da hat es funktioniert. Genau, und dann können die hier schön die Dachhaut aufknöpern, sodass dass das Feuer auch zeitnah gelöscht wird. So, jetzt quasi auch noch die Nachlöscharbeiten. So, wie gesagt, ich glaube, 1,5 Stunden hat dieser Einsatz alleine gedauert. So circa. Ja, doch, kommt hin. Stunde 20. Da war halt viel mit hin und her organisieren, die ganzen Geräteträger umorganisieren und dann habe ich noch den Löschzug 4 komplett. Leitstelle von Geinfriesen, NEF1. Na, auf jeden Fall habe ich dann den Löschzug 4 nochmal. Ja. Mann! auf jeden Fall den Löschzug 4 noch nachalarmiert und in den Bereitstellungsraum gebracht, damit die mir ein bisschen mit Geräteträgern unterstützen. Habe ich auch genutzt. Und ich glaube, das zeige ich nachher nochmal kurz. Dass es jede Menge Atemschutzgeräte waren, die wir in diesem Einsatz verbraucht haben. Da hätte die Atemschutzwerkstatt gut was zu tun gehabt, auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, jetzt noch ein bisschen Nachlöscharbeiten. Zack, zack, zack. Die paar Glutnester hier noch an der anderen Drehleiter ist auch noch ein Glutnest. Und dieses Klopfen im Hintergrund, das ging mir nachher schon richtig hart auf den Puppe. Jetzt baue ich hier den Schaumangriff nochmal für den Traktor auf. So, dass ich den nochmal schön runterkühlen kann. Ist auch schön, so ein Trecker mit Ladebordwand ist es ja nicht. Das ist ja das Ding, was hinten dran am EWL zum Beispiel ist. Wer ist denn das? In der Pritsche. So rum. Ja, jetzt hauen wir hier die Dachziegel noch weg. An der anderen Stelle ist das Dach mittlerweile schon gelöscht. Das ist quasi der letzte Brandherd, den wir noch haben. Und ja, das war ein gutes Chaos, muss ich sagen. Ein gutes Chaos. Jetzt lasse ich sie mal aussteigen. Sobald das Feuer da aus ist, übergebe ich mich. Und ja. So. Na komm, du schaffst das. Du schaffst das. So, jetzt ist es weg. Jetzt fängt er auch gleich an zu löschen. Und von unten, der Werfer fängt auch an. Und damit Feuer aus. Ich hab's geschafft, das Feuer hier aufzuhalten quasi, dass es nicht weiter rumläuft. In die andere Richtung hat es nicht ganz so gut geklappt, weil ich da zum Anfang keine Drehleiter dabei habe. Und jetzt kommt erstmal die Abschlussmeldung. Ende. Mit Abschlussmeldung von der Einsatzstelle. Feuer ist aus. Aufbauarbeiten laufen. Die Einsatzstelle an den Rhino 1131 übergeben. Gesamtstärke im Einsatz 10, 9, 42. In Kürze alle Feuerwehrkräfte frei ab Einsatzstelle. Der Bereitstellungsraum ja. Ist aufgelöst. Genau. Das war auch die komplette Lagemeldung hier, die Abschlussmeldung. Ja, 60 Schläuche, 19 PA-Geräte, das war mal ein Einsatz, kann ich euch sagen. Das war mal ein Einsatz.
So, ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß an der Folge. Ich hatte im Einsatz auf jeden Fall Spaß. Selbst jetzt nochmal das Angucken danach war auch schön. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag. Die Folge kommt am Montag raus. Also ich wünsche euch eine angenehme Restwoche, je nachdem, wann ihr es seht. Einen schönen Abend, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Tag. Ja, bis dahin, haut rein und tschüss.